Kevin. Ja. Freigegeben? Gerne. Ich muss die jetzt erst probieren. Bitte. Außen förmisch Schokolade. Innen Marzipan-Orange. Mit einem Hauch von Gold obendrauf. Der SWR zum Anbeißen. Ja. So lecker war SWR noch nie. Das ist eine Spezialpraline, die Kevin Kugel, unser Schokolatier, heute für uns macht. Und man muss kein Schokolatier, Backprofi sein, um so eine Praline zu machen? Nö, das kann man jetzt gut zu Hause auch nachmachen. Mhm. Auch das Rezept. Oder man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen abwandeln. Also gibt da viele Möglichkeiten. Ich Wenn ich es aber gar nicht abwandeln will, dann geht es genauso natürlich auch. Ihr kriegt auch gleich, oder? Das ist ja, ja, ich habe ein paar. Oder ich mache ein paar. Ich habe jetzt hier einfach so ein richtig schöner Mandelmarzipan. Mhm. Am besten aus dem Mittelmeerraum, da ist er immer am aromatischsten. Ja, weil da die Mandeln schön, ja, sind eher ein bisschen kleiner, aber sehr intensiv vom Aroma. Dann habe ich ein bisschen Orangenschale rein. Und ganz wenig Muskatnuss, das unterstützt das Ganze so ein wenig. Muskatnuss? Muskatnuss, ja, passt sehr gut zu Orange, Mandarine und auch in die Weihnachtszeit. Mhm. Ja, klingt logisch. Dann habe ich hier so ein bisschen... Sagst du mit vollen Backen. Schmeckt logisch. Dann habe ich ein wenig Orangenöl und zwar ist es einfach nur ein reines Öl von dieser Orangenschale, also nur ätherisches Öl, da kommt nichts dazu. Deshalb muss man das auch ganz sanft dosieren, also so ein, zwei Tropfen davon. Das gewinnst du aber nicht selber, sondern das gewinne ich nicht selber, das kann man kaufen. In der Apotheke kann man es manchmal kaufen oder sonst im Internet auf jeden Fall. Und ist es das, was diesen herrlichen Orangenduft hier im Studio verbreitet? Es gibt diesen Orangengeschmack, der Duft kommt von der Blüte, das haben wir auch, also Orangenblütenwasser entsteht bei der Destillation, das kommt auch etwas rein und es gibt so ein bisschen dieses blütige, teege, duftende. Was man kennt es vielleicht vom Rosenwasser, das ist das genau, gleiche in Orange. Genau, das gleiche, nur mit Orangenblüte. Mhm. Und das Ganze wird dann einmal gut durchgearbeitet, sodass einfach alle Aromen hier gut mit drin sind. Und dann wird es nachher schön ausgerollt. Ich habe hier schon so eine Platte vorbereitet. Ist einfach jetzt kann man ein Holzbrett nehmen, kann man auch direkt auf den Tisch machen. Die Arbeitsplatte in der Küche ging. Die Arbeitsplatte auf dem Tisch, in der Küche, genau. Ich habe hier so einen kleinen Trick. Ich gehe einfach mit so einem feuchten Tuch so ein bisschen drüber. Ja. Und habe hier eine Folie. Geht jetzt auch mit Backpapier, ist eigentlich ganz egal. Und dann einfach so. Und dann klebt das ganz schön normales, fest. Mit dem Abzieher. Abzieher und dann. Eigentlich ein ganz simpler Trip, aber es hilft. Und dann habe ich hier so zwei Leichen. Da müsste man sich auch einfach zu Hause dann etwas suchen, dass man einfach die gleiche Stärke hat. Mhm. Geht natürlich auch einfach so mit dem Wellholz, nur dann hat man ab und zu ja nicht immer genau die gleiche Dicke. Und das Exakte macht dann natürlich auch nachher was aus. Soll ja auch schön aussehen. Soll ist ja auch eine aussehen. Super Geschenkidee, wenn man ein bisschen größere Produktion macht. Genau. Test macht, ein Pralinen verschenken, oder Heike? Würdest du nicht Nein sagen? Würde ich nicht Nein sagen, das würde ich lieben, ja. So, und dann rolle ich das hier schön auf. Puderzucker hilft natürlich immer, damit das Ganze nicht klebt. Also immer ein bisschen mit Puderzucker arbeiten. Und ich habe jetzt einfach hier so eine Rolle und wälze das jetzt hier so ein bisschen aus. Könnte ich auch mit einem ganz durch mal das Brett halten? Dankeschön. Sehr gut. Mit einem normalen Wellholz machen, geht auch mit einem ganz normalen Wellholz, genau. Ich habe jetzt das und jetzt habe ich hier die Leichen am Rand. Und so habe ich nachher immer die gleiche Stärke und jede Praline wird nachher auch gleich dick. Sehr schön, danke schön. Aber sehr gern. Und wer futtert, muss auch halten. Das ist so. Ja, sehr gut. Dann pinse ich das Ganze so ein bisschen ab, dass der Puderzucker oben einfach so ein bisschen weggeht. Ja. Und dann ist ganz wichtig, hier eine Schokoladenschicht drauf zu machen. Das ist nachher so eine Trennschicht. Erkläre ich nachher nochmal ganz genau. Also eigentlich eine ganz wichtige Schicht. Ich habe da einfach Vollmilch, Schokolade und mache da nichts. Das ist normale Kuvertüre, die du temperiert hast. Kuvertüre, die ist temperiert, genau, die hat jetzt so ungefähr 30 Grad. Und die wird jetzt einfach hier einmal dünn aufgestrichen. Die gibt nachher den Schutzmantel oder Schutzschicht. Erkläre ich dann gleich nochmal. Ist ein ganz wichtiger Schritt. Einfach eine dünne Schicht. Genau, eine dünne Schicht. Und das Ganze muss jetzt so ungefähr 5 bis 10 Minuten einmal abkühlen, dass die Schokolade schön fest ist. Sehr gut. Und dann kann man es nachher direkt schneiden. Kevin hat übrigens auch die Füllung hiermit für unseren Adventskalender geliefert. Den werden wir dann mit deinen Pralinen gleich befüllen. Befüllen. Und die Experten der kommenden Tage dürfen dann immer ein Schächtelchen aufmachen und eine von unseren Pralinen naschen. Deswegen auch diese Spezialedition, genau, mit SWR obendrauf. Sehr schön. So. Und jetzt kommen die ausgeruhten Marzipanhäppchen. Schon mal an den Start.
Jetzt wird das Ganze geschnitten. Ich habe das hier vorbereitet. Habe hier einfach so eine Leiste. Hier ist immer gut. Ich habe hier ein wenig Alkohol vorbereitet und mache das jetzt so ein bisschen an die Klinge. Mhm. Hilft einfach, dass der Marzipan nicht am Messer klebt. Ist ganz, ganz wichtig. Sonst kriegt man hier kein schönes Endprodukt. Wasser und würde nicht reichen? Wasser funktioniert auch, aber Alkohol ist da noch besser. Also dann klebt einfach nachher nichts dran. Mit Wasser tut man sich etwas schwieriger. Mhm. Ja? Kann man jetzt zu Hause, ich schneide das jetzt in Quadrate, aber kann man jetzt zu Hause auch in Dreiecke, in Riegelform. Ja, man kann es auch mit dem Ausstecher, also ich könnte hier auch einen Sternausstecher nachher verwenden. Geht natürlich auch. Und dann einfach schön zuschneiden. Mhm. Ganz wichtig dann, ich schneide jetzt mal noch einmal in diese Richtung. Und scharfes Messer ist ganz wichtig. Scharfes Messer, genau. Und dann das Ganze über Nacht auseinanderlegen. Ich zeige es einmal. So. Mhm. Also extrem wichtig, diese einzelnen Stücke jetzt auseinandersetzen und dann bei Raumtemperatur, also so 18 bis 20 Grad, über Nacht stehen lassen, damit die Praline schön krustet und nachher eine schöne Stabilität hat. Schön. Nicht kühlstellen? Nicht kühlstellen, nicht im Kühlschrank. Kühlschrank wäre hier zu feucht. Ja, so Raumtemperatur 18 bis 20 Grad. Und, es geht darum, dass da so eine ganz leichte angetrocknete, genau, Oberschicht ist. Genau. Also hier sieht man es jetzt, die habe ich jetzt schon gestern, mhm, gemacht, einmal über Nacht stehen gelassen. Jetzt sind die schön verkrustet, mhm, und jetzt kann ich die richtig schön, okay, in der Schokolade eintauchen. Also ist ein wichtiger Schritt. Hier du hast es quasi auch zu unterst, zu oberst gedreht, deswegen ist diese Schokoladenseite jetzt unten drunter. Genau, die habe ich einmal umgedreht, mhm, könnte das aber auch so stehen lassen, das wäre ganz, okay, egal. Wurscht. Und hier habe ich jetzt nochmal meine Vollmilchschokolade. Mhm. Die habe ich jetzt wieder temperiert, gleiche Temperatur wie vorher. Hier ein wichtiger Schritt, habe ich so eine Pralinengabel so rum in die Schokolade tauchen, also eigentlich Schokolade nach oben. Mhm. Jetzt wird das Ganze gedreht und dann wird das Ganze hier so abgetaucht, damit die Schokolade sich nach unten zieht. Einmal hier am Rand abgezogen und ich habe jetzt hier so eine Folie, kann man aber genauso auf dem Backpapier machen und dann hat man eine richtig schöne Schokoladenschicht und das Ganze ist richtig schön versiegelt, also die Schicht. Mhm. Und dann einfach nur noch auskühlen lassen und... Auskühlen lassen, genau, das auch nicht im Kühlschrank, also auch bei Raumtemperatur, mhm, stehen lassen. Das dauert jetzt etwas länger, also kann man schon gut eine halbe Stunde stehen lassen. Und dann kann man, wenn man möchte, nachher noch eine schöne Deko drauf machen. Und du hast eine ganz besonders schöne Deko, nämlich diesen Stempel. Und Heike hat genau dazu schon eine Frage. Kann man jeden Stempel nehmen oder gibt es spezielle Pralinenstempel oder Schokoladenstempel? Nee, man kann im Prinzip jeden Stempel nehmen. Also das wäre jetzt ein Siegelstempel, den man sonst nimmt für so ein Briefpapier oder Briefbogen. Ach, das ist doch praktisch. Ganz normal, sowas kann man verwenden. Man könnte hier auch so eine Strukturfolie auflegen. Also da gibt es ganz verschiedene Techniken, einfach die Oberfläche da rauszuholen. Und wie wir gleich unsere Pralinen noch stempeln, branden. Ich mache noch ein paar fertig. Zeig's uns. Du machst noch ein paar fertig, oder Kevin? Ja, aber mindestens eine, genau. Du bist schon dran. Jetzt ich kommt nämlich noch dran. dieser Stempel oben drauf. Aber erst singen, dann die Pralinen. Genau, ich habe die. Erst singen. Erst singen. Ich habe die Schokolade hier schon in so ein kleines Tütchen rein. Ja. Und da ist dieser ganz normale Stempel, mhm, wo man auf ein Brief siegelt. Ich mache den jetzt ein bisschen kalt mit Eisspray. Mhm. Ja. Könnte man zu Hause aber auch einfach dann in den Gefrierschrank reinstellen, damit, mhm, der einfach schön kalt ist. Schön kalt sein. Und dann kommt hier ein schöner Punkt Schokolade drauf. Und dann einfach dieses Siegel hier reindrücken. Muss dann etwas fest werden, also dauert, mhm, ganz kurz. Und dann kann man es abziehen und dann hat man hier ein schönes Logo drauf. Mhm. Bisschen mehr Geduld vielleicht, oder? Bisschen noch. Ja. So, ja. Dann hat man es richtig, ach, schön drauf. Und machen wir noch ein paar fertig. Super, ne? Super Idee, oder? Finde ich so schön mit dem Siegelstempel. Ganz toll. Ja, und es gibt ja auch so Stempelläden, wo man sich, ja, dann individuellen Stempel machen lassen kann. Ja, man kann sich das. Aber es muss ein Metallstempel sein. Muss oder? Metall, so ein Kunststoffstempel, genau, funktioniert nicht. Und zwar aus einem Grund, dass der muss extrem kalt sein. Wegen der Kälte. Damit man es, ja, schön, okay, abziehen kann. So, also geht hier richtig schön. Und dann habe ich noch zum Abschluss, dass es noch schöner wird, noch ganz wenig Gold. Bisschen Gold, gell? Bisschen Gold einfach wie immer. Genau, und das mache ich dann einfach, pinsel ich hier oben noch ganz leicht drauf. Dann kommt auch die Struktur noch ein bisschen besser raus. Und
dann kann man es richtig schön essen. Woher kriege ich so ein Pudergold? Das ist vielleicht im Internet. Das wäre Welche darf ich mitnehmen? Die gerne, ich nehme die mit, genau. Okay. Kann man auch mit vorstellen. Die zwei Stück, die müssen vielleicht noch kurz fest werden, aber die anderen darf man auf jeden Fall schon mal. Müssen wir den Haus halten? Hast du genug, damit der Adventskalender 24 mal voll wird? Hier ich habe noch ein paar, genau. Du hast noch ein paar mit Alter. Ein paar Stempel mal haut noch rein. Drauf und dürfen dann wir kosten, ja? Ja, ihr müsst die gerne kosten. Wir schachen ja schon die ganze Zeit. Ja, bin eine bekommen. Aber, dann, aber bevor der Mund voll ist, würde ich sagen, dann singen wir, aber dann stimmen wir doch noch ein Lied ein, oder? Echt, und zwar ja? passend zur. Ist ja bald Nikolaus. Wie wär's denn damit? Mit, jetzt müssen wir aber gegen die Musik ansingen. Mach kein Problem, aber helfen uns noch mal im Stuhl uns froh und munter sein. Und schalten und morgen wieder Kaffee oder Tee dann ein. Lustig, lustig, tralalalala. Also morgen sind wir wieder ist da. Ist Nikolausabend da? Am 1. Dezember. Bald ist Nikolausabend da?